Das ist mein erstes Level, du bist Superman und musst Marie reiten. Retten. Aus irgendeinem Grund habe ich Reiten gelesen. Bevor alle das an die dunkle Bude an das Andi. Wir legen einfach los. So, wir fliegen. Okay, wir haben Andi nicht gekriegt, dafür reitet Andi jetzt Marie. Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Wheels. Wir haben fast schon wieder Minecraft rausgerutscht. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und Birgit dreht schon wieder völlig durch. Und das war bei dem sehr, sehr schönen Level Dino. Und wir machen dementsprechend weiter mit einem Obstacle-Kurs von GSG Schüler 99. Hey Birgit und andere, viel Spaß mit meinem Obstacle-Kurs. Have fun. Okay, schauen wir mal rein. Hey Birgit, viel Spaß mit meinem Level. Okay. Oh, das ist schon eine Freeze-Wall. Es sieht ganz danach aus. Und was ist hier los? Kurz warten. Go, go, go! Epic Jump! Das ist das Ding sogar noch runtergekommen. Und da natürlich die Mine. Die darf nicht fehlen. Okay. Go, go. Was haben wir denn irgendwas falsch gemacht? Wir sind eigentlich zu weit geflogen, glaube ich. Oh! Alter! Da waren wir diesmal nicht ganz so fix unterwegs, Leute. Okay. Komm, 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 komm. Speed, 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 speed. Ganz normal. Okay. Und. Nein. Oh Gott. So, wir machen es mal ganz gewieft hier. Genau so meine ich das. Das war ganz schön gewieft, Birgi. So, zack und runter. Oh, der wäre auch noch eine Mine gewesen. Guck mal hier. Perfekte Situation für uns. Das war natürlich alles gewollt. Töte ihn. Okay. Ah, ich kann mich schon decken, wie. Bop. Hä? Achso, alles gut. Wie hat es dir euch gefallen? Ich fand es sehr schön. Ein knackiges Level. Gerne mehr davon. wir machen weiter mit Bergi 7. Nintendo von Timoliana. Hallo und viel Spaß beim Level. Alles steht im Level und Go, Go, Bergi Rangers! Uiuiui. Nicht, dass uns Nintendo jetzt verklagt. Nintendo Quiz. Warum für ihn? Das ist so unfair. Oh, nicht traurig sein, Andi. Irgendwann baut dir jemand sowas. Ein Andi-Quiz. Oder ein Quiz für Andi. Och, Andi. Das Level wurde getestet, mehrmals, Spaß haben, nach jeder Antwort eine Sekunde warten, dann erscheint ein richtig oder falsch Schriftzug. Wenn du nicht weiter weißt, kannst du in den Stern springen, der löscht eine Antwort, falls möglich, nur einmal benutzen. Okay, dann tun wir es auch. Zu welcher Konsole gehört dieser Controller? Erstmal sehr, sehr schön gebaut und ich weiß natürlich, es war meine allererste Konsole, der gute alte NES, das Nintendo Entertainment System. Erste Antwort löschen. Nein, nein, nein. Wie heißt diese Fee aus The Legend of Zelda? Tingle, Tangle oder Bob? Ich glaube, es war Tingle, oder? Ich hoffe es. Richtig. So, zu welcher Konsole gehört dieser Controller? Beim Fragezeichen steht eigentlich der Name der Konsole. So, und jetzt werden natürlich viele von euch sagen, die Jüngeren, hä? Das ist doch German Let's Play. Aber German Let's Play benutzt in Wahrheit den Controller des SNES. Und das steht für Super Nintendo Entertainment System. Und das macht ihn auch sehr sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er da so eine Super Nintendo-Affinität hat. Welcher Starter gehört nicht dazu? Durch Pikachu nicht irritieren lassen. What? Ich erkenne das nicht so richtig. Ist das doch eine Münze? Und das soll Pikachu sein? Glumanda. Guck mal, falls es um Pokémon geht, die anderen beiden sagen mir gar nichts. Absolut nichts. Ich nehme jetzt einfach das hier. Aber hätten wir eine Antwort nicht freischalten können? Ah, es wäre vermutlich das hier gewesen. Wurde aber auch Zeit. Hallo Andi. Danke fürs Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, bitte nicht runtervoten und euch allen noch einen schönen Tag. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du Tim grüßt. Auch wenn es keine Wunschbox ist. Wunschbox ist. Tim, einen lieben Gruß von dich. Einen lieben Gruß an dich von Tim. Was ist denn los gerade? Und lieber Timo, oder heißt du Tim? Grüßt du dich gerade selber? Ich bin verwirrt. Ein fantastisches Level, Note 1. Ein richtig schönes Quiz mit richtig tollen Fragen. Und wenn ihr das mit der Pokémon-Frage gerade zuletzt wusstet, bitte schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe gar keine Ahnung davon gehabt gerade. Wir machen weiter mit Kerberos YouTube Bottle Run. Hier ist ein kleiner Bottle Run. Es ist mein erstes Level. Bitte bewerte in Schulnoten. Das mache ich sehr gerne. Hier ist ein kleiner Bottle Run, da du ihn ja so magst. What?
Gott. Kann man mal so. Ich darf mich auch nicht immer hin und her bewegen. Ich muss einfach nur. Ich bleib einfach nur auf dem Hinterrad. Und dann wird es auch ein First Try hier. Wenn wir den ekelhaften Ballast in Form von Timmy abwerfen. Ja. Das sieht schon besser aus. Und. Hola. Was soll ich als nächstes machen? Wie wäre es denn mit einem. Was packe ich denn noch so? Ich hätte mal gerne wieder so einen richtig guten Rope Swing, hätte ich gerne mal wieder. Aber nicht diesen Standard, der irgendwie immer gleich aufgebaut ist, sondern da auch mal irgendwas Außergewöhnliches. So, wir machen weiter mit Escape Version 1.0 von Lord Titan oder Titon. Hey Bergi, ich hoffe, das Level gefällt dir. Ich habe nämlich 5 Stunden dran gebaut. Lieben Gruß, Simon. PS, es ist machbar. Das will ich hoffen. Was war denn da gerade los? Hey Bergi und andere, du hast mit Timmy einen Ausflug in die Höhle gemacht und dich verlaufen. Bring dich und Timmy sicher ins Freie. Ups. Okay. Los geht's. Ha! Okay. Wir müssen raus hier. Ha, vor uns ist irgendwie so ein schwarzes Ding. Seht ihr das? Aber können wir nicht ganz schnell... Warum komme ich denn hier nicht mal... Was ist überhaupt... Was ist die Story dieser Axt hier? Oh Gott. Oh! Oh! Ja, galant. Noch haben wir alles... Alles ist möglich. Ah, das war... Gut, wir müssen da ein bisschen taktischer rangehen. Ja, genau. Ja, ja, gut. Ja! Oh! Also diese Axt macht mich gerade echt... Alles gut. Ha! Nein, nicht wieder rein! Alles gut. Es ist alles gut. Oh. Oh, okay. Oh, was ist das? Steine? Kommen wir da jetzt durch? Wir kommen nicht durch die Steine. Können wir da oben rauf? Oben rüber? Und warum hängt unser Bein da noch so dran? Das ist richtig ekelhaft. Seht ihr das? Natürlich seht ihr das. Jetzt komm! Lass mich rauf da! Ja... Wir kommen da nicht rüber. Ja, machen wir es einfach ganz elegant. Ja, genau. Ja, wir sind noch nicht kaputt genug. Wir leben immer noch. Ey, dieses Spiel. Nee, wir sind tot. Nee, wir leben doch noch. Aber irgendwie... Ich glaube, ich war noch nie so dermaßen zerfetzt in diesem Spiel hier. Probieren wir es nochmal. Hä? Jetzt gingen sie gerade überhaupt nicht los. Hä? Ich verstehe hier gar nichts mehr. So, hier runter. Ja, Kollegen. Wie... Diese blöden Steine. Wie komme ich denn da rüber? Ich komme hier nicht rüber. Also, sorry, aber da muss irgendwas... Muss da schief laufen. Sollen die vielleicht eigentlich anders fallen? Ha! Ja, genau. Alles ist... Ah, warte mal. Jetzt... Die fallen immer so. Hä, und wo hängen wir jetzt fest? Guck mal, jetzt haben wir unser Beinchen da verloren. Okay, können wir mal machen. Jetzt hängt es wieder dran. Ich dreh durch hier. So, lass uns jetzt einfach durch da. Ey, jetzt hält unser Bein uns da fest. Seht ihr das? Wie sie es in den Speichen da verheddert. Das ist wieder die komplette Widerlichkeit von Happy Wheels in Person hier. Lass uns doch los jetzt! Das ist doch jetzt, hat sie das im Sitz hinten verkeilt oder was? Es widert mich auf so viele verschiedene Arten und Weisen gerade an. Und Timmy, so jetzt haben wir jetzt hier, komm, jetzt einfach hier rüber. Ja. Ja. Nein. Nein. Okay. Gut. Das war doch leicht. Motivation ist groß, das gleich nochmal zu probieren. Wenn das hier wieder nicht klappt. Aber es ist natürlich, weißt du, das Level ist natürlich schön gestaltet. Und man weiß immer nicht, ob das nicht eventuell einfach schief läuft da gerade. Und der Levelersteller sich das eigentlich ganz anders gedacht hatte. Bitte geh jetzt hier nicht drauf. So. Full Speed! Und raus hier! Da vorne war der Victory! Wie soll ich denn da hinkommen? Wie hätte ich denn fliegen müssen? Sei mir nicht böse. Ich denke mal, da vorne war ja der Victory. Wir hätten uns vielleicht von Miley Cyrus anschubsen lassen müssen. Aber ich komme da jetzt nicht nochmal durch. Und wenn ich da nicht durchkomme, dann drehe ich nur durch und dann ist es nicht gut. Trotzdem, vielen, vielen Dank für das Level. Es war sehr schön gestaltet und natürlich trotzdem gerne mehr davon. Aber dann ohne diese Steine, bitte. Bin ich wahnsinnig gemacht.
Bergi 7 Bad Wars von Mein Mon LP. Hey Bergi, das ist ein neues Level für dich. Hoffe, es gefällt dir. Hab Spaß. Lieben Gruß zurück. Oh, da ist Bronze runter. Da wird jetzt richtig Bronze gespawnt. Bronze gesnackt, Digga. So. Waffen und Co. geholt. Das ist aber echt cool gemacht, wie die Bronze hier auch konstant runterfällt. So, wir haben jetzt Steine gemacht. Perfekt. Okay. Ich mag eure Bad Wars Level richtig, richtig gerne. Wisst ihr das eigentlich? Rübergebaut. Das gute Gold. Gold gesnackt. Nochmal zurück jetzt. Das ist natürlich die Frage. Ich denke mal. Nee, weiter geradeaus. Okay. Aber dann ist das Gold ja, ne? Was haben wir jetzt? Haben wir jetzt trotzdem noch... Oh Gott. Ja, klar. Da haben wir alle kommen sehen. Ja. Hallo. Bett abgebaut. Zack. Und... Gut. Probieren wir nochmal. Hätte man eigentlich auch wissen können, wenn ich ehrlich bin. Ich war nur ein bisschen irritiert, dass wir, wie gesagt, mit dem Gold nichts mehr holen. Aber egal. Bad snacken wir weg. Kein Problem. Und schubsen vielleicht die anderen. Nur so ein bisschen. Zack. Oh. Okay. Und jetzt fliegen wir einfach rüber. So, wie wir das... Oh Gott. Ja, klar. Bergmann. Super. Du hast es einfach drauf. Du kannst das richtig gut. Links, rechts, Taktik und sowas. Bist ein Gott. Leute. Ich fliege einfach straight rüber jetzt. Warum denn erst die Falle auslösen? Wenn wir auch direkt rüber können. Schäme ich gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. Gegner umgesplashed. Und gewonnen. So soll das sein, liebe Freunde. Alter Schwede. Ein sehr, sehr schönes Level, wirklich. Bitte, bitte mehr davon. Ich fand auch den künstlerischen Stil, diesen cartoonartigen Stil, sehr, sehr schön. Wir machen weiter mit Bergi 7 Kill Him von Austrian Boy. Hey Bergi, das ist mein erstes Level für dich. Leider sind die Shapes ausgegangen. Hoffe aber trotzdem, dass du und ihr Spaß habt, hast. Bitte bewerte in Schulnoten 1 bis 5. Österreich, Grüße aus der Steiermark. Okay. Töte Andi, um zu gewinnen. Jetzt müssen wir Andi wieder töten, ne? Dieses Auf und Ab, ich ertrag das nicht. Das Level kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ah, zack. Okay. Du, das fand ich... Ich gebe dir einfach eine solide 3. Es war ja schön gemacht und es hat auch funktioniert, aber es war ja jetzt nicht so aufwendig wie beispielsweise andere Level hier, die eine 1 bekommen haben. Da bin ich schon sehr zimperlich. Wir machen weiter mit Bergi 7 Smiley von Alyssa. Und sie schreibt, hey Bergi, das ist mein erstes Level. Ich wünsche dir viel Spaß und bleib so wie du bist. Du freust täglich so viele Menschen. Mit einer der größten Fans mag wohl eine gute Freundin von mir sein. Auf Instagram und Twitter, Bergi Fangirl. Liebes Bergi Fangirl, sei natürlich auch gegrüßt. Und auch du, Alyssa. Ich bin gespannt, was ihr hier gebaut habt. Ein Smiley-Level lässt auf jeden Fall schon mal viele gute... viel Freude erwarten, auch wenn ich hier gerade durch die... Oh Gott! Dunkelheit des Levels ein bisschen eingeschüchtert bin. Aber wir schauen mal. Vielleicht einfach eine Wasserrutsche. Oh Gott, eine Harpune. So Arrows. Was ist das? Z drücken. Ah! Okay. Und gucken wir mal. Wir haben ja keine Beine mehr. Yes, Baby! Birgi, du kannst es einfach. Du bist einfach... Tut mir leid, Alyssa, dass ich dich hier so an der Stelle enttäuscht habe. Aber ich mach's jetzt gut. Oh. Man muss das. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr. Mama! Nein! Das gibt's doch nicht. Das ist aber richtig anspruchsvoll. Das ist richtig anspruchsvoll, Leute. Probiert's aus. Ist sehr anspruchsvoll. Also, da das genau abzuteilen. Man weiß ja nicht genau, mit welcher Geschwindigkeit. Und vor allem bleibe ich dann wieder. So blöde hängen mit dem Lenker innen drin, ne? Oh! Oh, das sieht aber geil aus. Okay, Timmy, wer macht das Rennen? Jetzt nicht das Köpfchen. Nicht das Köpfchen zu splashen. Ich will lieber nach links runter. Na gut, gehen wir rechts runter. Okay. Oh. Danke fürs Spielen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, ich fand es sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank für das Level und lieben Gruß auch an das Bergi-Fangirl.
Und ansonsten machen wir weiter mit Bergi 7 Superman. Ich mag Kekse HD. Hey Bergi, das ist ein Reupload von meinem ersten Level. Das hast du leider übersprungen. Genug gebrabbelt. Viel Spaß und... Go, go, Bergi Rangers! Okay. Das ist mein erstes Level. Du bist Superman und musst Marie reiten. Retten. Aus irgendeinem Grund habe ich Reiten gelesen. Bevor alle das Andi, dunkler Bruder, alles Andi sehen. Wir legen einfach los. So, wir fliegen. Okay, wir haben Andi nicht gekriegt, dafür reitet Andi jetzt Marie. Okay, wir probieren es nochmal. Zack. Andi, Finger weg von Marie! Und wir sind erfolgreich auf Marie gelandet. So soll das sein, du hast sie gerettet. Und, ne? Den Rest eures Lebens glücklich zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielt Bergmann Happy Wheels noch heute. Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir sehen uns in der morgigen Folge wieder. Und euch einen fantastischen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Bergmann.